Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir einmal den Van von Dennis vorstellen und sagen, auf geht's! Hallo, ich bin Dennis und das ist mein selbst ausgebauter Ford Transit. Es ist ein Baujahr 2007 und war vorher ein Handwerkerfahrzeug und jetzt mein ausgebauter Campervan. Die Größe ist ein L1 H2 und gerade so eine schreckliche Größe für einen Campervan, nämlich zu klein, also zu kurz. Und zu niedrig, um für mich gerade zu stehen. Aber ja, ich habe das Beste draus gemacht und möchte euch jetzt zeigen, wie es in meinem Innenraum aussieht. Let's go! Der Transit hat eine begrenzte Größe und daher habe ich mir ein etwas anderes Raumkonzept ausgedacht. Vorher habe ich mir überlegt gehabt, das Bett hinten als große Fläche zu haben, um quer schlafen zu können. Das hat aber nicht geklappt. Deswegen habe ich das Bett hier an der Seite. Hier vorne habe ich meinen Küchenblock. Und hier an der Seite habe ich einen Schrank, wo ich einen Tisch habe und noch verschiedene Ablageflächen. Ja, dann würde ich anfangen mit dem Prunkstück, was jetzt während dem letzten Urlaub dazu gekommen ist. Mein kleiner Vorhang, den ich hier jetzt schön reingesteckt habe. Und mit diesem Vorhang habe ich dann einen kleinen Sonnenschutz, da ich keine Markise habe. Und der hat ein schönes Motiv, finde ich. Dann beginnen wir mit dem vorderen Teil von meinem Ausbau, dem Küchenblock. Der Küchenblock ist schon in der zweiten Iteration jetzt. Den habe ich ein bisschen verändert, seitdem ich den Kühlschrank habe. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier oben einmal mein kleines Waschbecken mit einem kleinen Wasserhahn und meinem Schneidebrett. Hier nebendran habe ich dann einmal meine Seife und genau das andere habe ich dann alles hier unten verstaut in einem offenen Konzept, weil Schubladen bei mir nicht so gut funktioniert haben. Hier habe ich einmal meine Pfanne, meinen Topf und unten drunter mein Besteck und auf der rechten Seite habe ich Teller, Schüsseln, Tassen und Tupperware verstaut. Unter den ganzen Sachen habe ich dann einmal meinen Kühlschrank. Der ist ausfahrbar. Da verstaue ich dann meine ganzen Sachen, die ich kühlen muss. Rechts hinter dieser Wand habe ich einmal mein Frischwasser und Abwasser für das Waschbecken. Hier oben drüber, das habe ich vergessen zu erwähnen, habe ich noch ein paar Utensilien hängen und eine Tasse von mir. Zum nächsten Bereich zu kommen, habe ich hier einmal links die ganzen Sachen, die ich immer mal wieder brauche, auch hier zum Beispiel Toilettenpapier, weil das ist ganz wichtig, weil hier, wo ich sitze und drunter, ist auch meine Toilette. Bevor ich jetzt zum Bett komme, noch eine Kleinigkeit. Ich habe hier noch einen ausklappbaren Tisch, wo ich draußen kochen kann zum Beispiel oder einfach Sachen draufstellen kann. Damit verlängere ich meine Arbeitsfläche, weil hier die im Innenraum ist schon ziemlich kurz und ja, ist ziemlich praktisch. Ist allerdings noch nicht imprägniert etc. und sieht dementsprechend auch nicht so toll aus. Das wird aber noch gemacht. So, jetzt kommen wir zum Herzstück meines Vans, dem wichtigsten Einbaustück, dem Bett. Das Bett ist 2 Meter x 1,20 Meter breit, wenn es im ausgezogenen Zustand. Im Couch-Modus ist es 2,40 Meter lang und 66 cm breit. So aktuell ist es jetzt praktisch mein Couch-Modus, beziehungsweise auch, weil ich jetzt das Fahrrad hier mitgenommen habe, schlafe ich auch in diesem Modus. Neben meinem Bett habe ich ein Fenster mit einer kleinen Ablagefläche, wo ich Kleinigkeiten wie zum Beispiel meinen Handventilator oder auch meine Wasserflasche unterbringen kann. Unter meinem Bett habe ich dann auch ganz viel Stauraum, wo ich meine Küchenutensilien, Essen, Werkzeug oder auch meine kleine Solardusche habe. So, dann wie vorher angesprochen, braucht natürlich jeder Campervan auch eine Toilette, wenn es möglich ist. Meine sogenannte Nottoilette, oder wenn ich frei stehe, ist hinter dem Fahrersitz direkt. Dann habe ich hier meinen Porta-Potty. Das kann ich dann immer nutzen, wenn wir frei stehen und ja, hat schon sehr gut geholfen. So, dann schiebe ich noch mal kurz meine Mini-Garage ein. Hier tue ich dann praktisch meinen Campingtisch,
mein Sonnenschirm, mein Campingstuhl und einen Hocker oder meine Schuhe verstauen. Da habe ich noch keinen besseren Platz gefunden und glücklicherweise oder dummerweise habe ich hier meine die Abdeckung entsorgt, was im Nachhinein keine gute Idee war, aber immerhin konnte ich so dann noch den Platz ausnutzen für den Urlaub jetzt zumindest. Hier habe ich dann meine 100 Amperestunden Batterie, meinen Inverter, den kleinen Sicherungskasten für den Landstrom und meinen Solarladeregler, damit ich auch tagsüber meine Batterie wieder aufladen kann. Bei meinem letzten Urlaub war der Solarladeregler mit den PV-Modulen auf dem Dach auch ausreichend. Da habe ich noch keinen Ladebooster gebraucht, um die Batterie während der Fahrt zu laden, weil die Sonne hat eigentlich jeden Tag geschienen. Mit der Batterie kann ich dann verschiedene Sachen betreiben, zum Beispiel mein Licht, meinen Fernseher oder auch meinen Ventilator. Warte, das muss ich noch machen. Das kommt genauso rein. Egal, ob es warm oder kalt ist, Ventilator zirkuliert dann die Luft innen drinne. Mit dem Fenster an der Seite habe ich dann so einen schönen Luftstrom, der mich dann abkühlen kann. Ebenso im letzten Urlaub dazugeholt habe ich mir ein Strandtuch mit einem riesigen Salamander. Das ist dafür da, um auch Sonnenschutz zu bieten, wenn ich die Hecktüren offen habe. Der Strandhut ist noch sporadisch mit zwei Magneten hier oben am Auto befestigt. Dafür muss ich noch eine bessere Befestigungsmöglichkeit überlegen, aber so hat es mir schon geholfen, bei einem windigen Tag in voller Sonne nicht direkt von der Sonne geputzelt zu werden. Für den Urlaub habe ich mir gedacht, das Fahrrad kann ich auch innen drinne transportieren, weil ich keinen Fahrradträger habe. Zu Hause habe ich nur einen Fahrradträger für 4 Fahrräder und da nur ein Fahrrad drauf zu machen, finde ich ein bisschen unsinnig. Deswegen habe ich das Fahrrad mit 3 elastischen Gurten hier festgemacht, sodass es halt während der Fahrt nicht herumfliegen kann. Und ja, jetzt tue ich es mal kurz raus, damit ich euch zeigen kann, was sich dahinter verbirgt. Und nachdem ich das Fahrrad rausgeräumt habe, seht ihr jetzt hier auch unten, was hier sich hier verbirgt. Einmal habe ich hier meinen kleinen Mülleimer, den ich hier mit einem, an einem Haken dranhängen kann. Dann ist meine Fernbedienung für den Ventilator hier fest. Und ich habe hier 2 Kisten, wo ich Sachen verstauen kann. Mit so einem Gummiband, Haken, Seil, Gummiseil gesichert. Hier habe ich zum Beispiel so Kleinigkeiten, die ich halt selten brauche oder Notrationen an Essen verstaut. Dann habe ich hier unten ein Fach, wo ich mein Wasser zum Kochen verstaut habe oder meine neueste Entdeckung Zitronenlimonade aus dem Aldi. Auf der rechten Seite habe ich meine Kleidung, die ich getragen habe, die ich dann waschen will, in einem Fach. Unter meinem Tisch habe ich dann noch ein Fach, wo ich andere Sachen verstauen kann, wie hier Werkzeug, meine Fernbedienung für den Fernseher, der hier hinten ist, meine Schlafsachen. Bevor wir zum Tisch kommen, habe ich dann hier oben noch einmal einen Bereich, wo ich meine warmen Sachen oder meine langen Sachen verstaue. Pullover, lange Hosen, ich habe sogar noch eine Decke hier drin und mein Surfponcho. Das Fach hier vorne ist, da habe ich noch nichts mit gemacht, das ist einfach nur eine Öffnung, wo ich jetzt ein bisschen Klebeband und mein Ladekabel drin habe. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das besser mache, wie ich das besser nutzen kann. So, hier ist dann das Bruchstück von dieser Seite. Das ist mein Tisch. Den Tisch mache ich etwas stabiler mit 2 Regalhaken, die ich rechts und links einmal festmachen kann. Und mit dem Haken klappt dann der Tisch dann auch aus. So, dann habe ich hier in meinem Couch-Modus habe ich dann hier eine Arbeitsfläche. Und ich habe hier einmal einen kleinen Fernseher drinne,
Im aktuellen Ausbaustatus ist hier nur ein kleiner Raspberry Pi mit meiner Festplatte, wo ich dann One Piece schauen kann. Ansonsten kann ich auch hier kochen und essen, falls es für meinen Klapptisch draußen zu windig ist oder wenn ich keine Lust habe rauszukommen. Aber das ist noch nicht passiert, bis auf einmal, wo wir auf dem Berg standen und es echt, echt windig war. Wie ihr sehen könnt, kann ich hier nicht stehen, aber das ist ja nicht schlimm. Deswegen habe ich versucht, wirklich alles auszunutzen, was es geht. Über meinem Bett habe ich dann auch noch viel Stauraum, wo ich meine Kleidung habe. Und vorne habe ich ein bisschen Platz für Lebensmittel. Das ist auch jetzt noch nicht komplett fertig. Die ganzen Sachen, die hier oben drauf sind, die rutschen während der Fahrt noch herum, was auch nicht so gut ist. Aber immerhin kann ich jetzt noch ein paar Sachen da oben hinräumen. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch noch ein Seil hier zwischen drei Punkten gespannt, wo ich meine Wäsche dann aufhängen kann, wenn sie gewaschen ist. Das ist dann meine Wäscheleine, die hier in dem Fahrzeug hängt, was auch sehr praktisch ist. Jetzt möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie ich mein Bett vorbereite, wenn hier alles frei ist. Ich räume als erstes einmal die ganzen Sachen hier nach vorne und hebe das hier an, damit ich an das erste Stück komme. Ich habe das extra in zwei Teilen gemacht, damit es nicht so schwer ist, das Bett auszufahren. Einmal hier an meinem kleinen Seil, das jetzt leider abgegangen ist, kann ich das hier halten und das Bett einmal ausziehen. Das steht dann auf Stützen ganz relativ fest und dann können auch hier zwei Personen schlafen. Dann nehme ich meine Matratze, lege sie dann einmal so hin. So, jetzt nehme ich meine ganzen Bettsachen und tue sie einmal unter meine Matratze verstauen hier unten. So, nachdem ich das Bettzeug da hingeräumt habe, muss ich mir jetzt eine Ecke suchen, wo ich mich am besten hinverziehe. Das ist dann meistens entweder das kleine Stück hier vorne oder hier neben dem Waschbecken. So, jetzt habe ich dann das Stück hier noch, was ich dann ausziehe. Und jetzt kann ich meine Matratze hier drauflegen, die schön hier hinpasst. Und dann die Matratze hier hinten hinziehen und einmal umwerfen. Ja, so habe ich dann eine schön breite Liegefläche, auf der ich jetzt gut schlafen kann. Das ist der allererste Ausbau, den ich selber gemacht habe. Es gibt also noch viele Sachen, die ich gerne verbessern oder verändern würde. Zum Beispiel eine Sache ist, ich habe hier nur eine USB-Steckdose verbaut und das ist garantiert zu wenig. Aber das ist ja ein Projekt, das ich für die nähere Zukunft weiter behalten möchte. Das heißt, ich werde den Van immer weiter verbessern und so anpassen, dass ich möglichst bequem hier drin leben kann. Dankeschön, Dennis, dass wir einem hier filmen dürfen und einmal auch mal zeigen dürfen, wie der Van hier so aussieht. Gerne noch. Und ich muss sagen, ich finde es für den ersten Ausbau auf jeden Fall ganz gelungen und ich finde es erstaunlich, was du alles aus dem Van gemacht hast, obwohl jetzt du nicht drin stehen konntest und auch jetzt nicht deine Wunschlänge quasi beim Fahrzeug war. Aber ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Ideen habt, was er Dennis noch irgendwie verbessern kann oder ändern kann an dem Van, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann gibt es bestimmt lustige Ideen oder coole Ideen, die man vielleicht machen kann noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.